Schweizer Bevölkerung hat Ja gesagt zur Komplementärmedizin. Jetzt ist in Basel die erste Praxis aufgegangen, die das komplette Komplementärprogramm anbieten tut. Ein fünfköpfiges Gesundheitsteam sorgt dafür, dass der Patient die Behandlung kriegt, die am besten zu ihm passt. Wir sind dabei gewesen, wo sich der Christoph Pächli für eine Methode hat müssen entscheiden. Entschuldigung, hätten Sie mir vielleicht ein Pflaster? Zuerst einmal guten Tag. Guten Tag miteinander. Nehmen Sie bitte Platz. Wie wollen Sie gerne behandelt werden? Konservativ, alternativ, präventiv, chinesisch, anthroposophisch oder katholisch? Nein, ich brauche nur ein Pflaster. Nur ein Pflaster? Es gibt nicht nur ein Pflaster. Zuerst müssen Sie sich einmal für eine Behandlungsmethode entscheiden. Komm zu mir, Pixi. Vertraue dir unserem barmherzigen Vater an. Pfui Teufel, ich weiss genau, was Sie wollen. Ich gebe Ihnen ein Pflaster. Aber zuerst müssen wir es noch schnell desinfizieren. Und das hier unterstützt die Wundheilung. Zweimal täglich eincremen. Dann gebe ich Ihnen noch etwas gegen die Schmerzen. Vor jeder Mahlzeit zwei Tabletten bitte. Und am besten schlucken Sie noch das Antibiotika, falls es sich entzündet. Halt! Ich würde mich zuerst um Ihre innere Harmonie kümmern. Sie können den Schnitt jetzt schon unter einem Pflaster verstecken, aber wegen dem ist Ihr Problem nicht gelöst. Der Schnitt ist ein Zeichen, dass bei Ihnen Körper, Geist und Seele aus dem Gleichgewicht geraten sind. Oder meinen Sie etwa, Sie haben sich zufällig geschnitten? Nein, ich wollte mir eine Salamischeibe abschneiden. Salamischeibe? Sie leben also prinzipiell ungesund. Salami, ja, das lässt tief blicken. Haben Sie schon als Kind Probleme mit Riebeln gehabt? Und rauchen, tun Sie eben auch? Was rauchen? In dem Fall gebe ich Ihnen, glaube ich, noch die Nikotinpflaster mit. Komm, ich mach Pixi gegen Rauchen. Nein, halt, es war ein Salami. Rauchen ist nichts für mich. Da muss ich nur husten. Hustensirup kann ich Ihnen auch noch geben. Fünfmal am Tag zwei Löffel. Nein, ich brauche nur ein Pflaster, sonst geht es mir gut. Ah, er widerspricht sich. Vorher hat er gesagt, er muss husten. Nur beim Rauchen, ich bin gesund. Woher wollen Sie das wissen? Wir haben Sie ja gar noch nicht untersucht. Stehen Sie auf, ziehen Sie sich ab, machen Sie das Maul auf. Ich will nicht untersucht werden, mir fehlt nichts. Ah, da haben wir einen Widerstand. Ganz typisch. Er will verdrängen, nicht anschauen. Darum aus Pflaster. Alles, was er nicht sieht, gibt es für ihn auch nicht. Malen Sie doch mal, was Ihnen spontan in den Sinn kommt. Ah, Gott, Dummy! Der Satan spricht aus ihm! Weiche, Satan! Weiche, du Elender! Weiche, Satan! Weiche, Satan! Er wird nicht sehr schlimm. Ich gebe ihm ein Sprüchchen. Jetzt bin doch in Ruhe! Hebt ihn fest! Ey, was ist... Was ist jetzt? Unser barmherziger Vater hat ihn zu sich genommen. Aber er hat ja gar noch nicht gemalt. Ich höre die Leute schnell im Notfall an. Wir haben hier einen Notfall. Wahrscheinlich Kreislaufkollaps. Moment. Wie will er behandelt werden?